Hallo, ich bin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Ich habe mich umentschieden. Wir lassen das oben noch kurz sein für einen Moment. Denn wir schließen einfach mal die Kohle nochmal an. Die kann ruhig noch ein bisschen nebenbei laufen. Dann tun wir nämlich was anderes machen. Was ganz anderes sogar. Dafür muss ich aber noch ein paar Sachen angucken. Erstmal Panzerforschung. Wunderbar. Die ist wichtig und richtig an der Stelle. Kann ich denn einen Panzer machen? Hier Giftkapseln und Co. Kanonengeschosse. Das fehlt mir gerade noch alles so ein bisschen. Bitte Panzer bauen. Ja, im Inventar zumindest. Dann werden wir nämlich mal gucken, dass wir Sprengstoff bekommen irgendwie. Ich glaube, das machen wir noch nicht. Und dass wir direkt mal Kugeln machen. Und mit dem zusammen können wir nämlich dann einiges reißen, würde ich behaupten. So, zack, wunderbar. Mit anschmeißen. Muss ja nicht viel laufen, aber ein bisschen was wäre schon angenehm. So, wie schaut es denn hier drüben überhaupt momentan aus? Zack, zack, zack. Wunderbar, Batterien und Co. Dann benötigen wir, wenn wir Hochexplosive machen möchten, weil ich finde die einfach super, Stahl, Kunststoff, Sprengstoff. So. Sprengstoff bekommen wir hier. Ach, danke dafür. Sprengstoff, oh du mein Sprengstoff, wo bist du denn? Schwefel, Wasser, Kohle. Wir haben Schwefel hier, wir haben Kohle hier. Ich überlege jetzt gerade, wie machen wir so ein Blödschen? Vielleicht hier reinmachen. Das würde gehen. Dann baue ich mich aber richtig zu wieder. Machen wir es anders. Dann tun wir es quasi hier unten hinstellen, unsere Waffenfabrik. Das wäre noch was. Das hätte was für sich. Raketenwerfer, auch lustig. Aber nein. Wir möchten bitte. Bam. Das ist bloß Projektilschaden. Dass die mehr Schaden machen. Naja, 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 naja. Was anderes zwischendurch mal. Hier, erforsch mal dich doch mal und erforsch mal dich noch nebenbei mal. Das wäre nicht ganz so schlecht. Ja, das machen wir einfach. So, aber für den Moment. Genau, wir brauchen Chemiefabriken dafür. Könnte ich hier bauen? 1, 2, 3, 4 Stücke male. Das ist nicht verkehrt, ist, ne? So, sag mir nämlich, du kommst einfach mal hier hin. Und zwar so. Wir brauchen hier unseren Sprengstoff. Kohle, Schwefel. Müsste ich mit einem Band hinbekommen und Wasser. Da sind wir wieder bei dem guten Thema. So und so, so und so. Mit einer Verbindung hinten dran. Ja, das wäre nicht schlecht. Dich kopieren wir so rüber. 1, 2, 3. So und so. Passt es auch wieder? Wunderbar. Weil erst wenn wir quasi unsere Munition haben, können wir effektiv sagen, wir gehen gegen die anderen Nester noch vollends vor. Ja, weil ich hätte das Feld hier drüben wirklich gerne. Gebe ich zu, auch das. Ich hätte eigentlich jedes Feld gerne, gebe ich zu, aber. Beziehungsweise wenn wir hier das Ding so zumachen können, wäre schon mal was. Und den Bereich hier quasi für uns gewinnen. Weil da hinten ist auch ein großes Feld mit 7,9 Millionen bereits. Und das wäre schon recht gut, gebe ich zu. Sördle, du kommst dann hier oben raus und einmal so hin. Und dann haben wir noch ein System, das von oben kommt. Und zwar von hier. Dich stellen wir mal so rum hin. Du läufst so rum durch. Warte. Und du läufst so rum durch. Das wäre nicht ganz falsch. Haben wir denn schon? Ja, ziemlich schnell, wenn es darum geht. Raketentreibstoff. Das wäre natürlich auch interessant. Lubrication für noch mehr Zeugsle. Ja, weißt du was? Komm, forsch einfach das. Und dann forschst du das. Dann.
Erforscht du mir noch Flammenwerfer? Eigentlich gerade nicht. Kombinatoren kann man auch schon mal machen. Das sind laute kleine Sachen. Ja, yep, okay. So, wir können weitermachen. Wie schnell seid ihr denn fertig überhaupt? Alle 4 Sekunden. Da würde ich sagen, da sollten die ganz normalen eigentlich ausreichen für die Aktion. Dann machen wir wieder unseren guten Minispeicher hin. Der wird ein bisschen größer ausfallen. Yep, so. Sitz passt und hat Luft. Wir sagen noch von hier vorne hin bitte gesehen. So, passt. Sitz passt und hat Luft. Und wenn wir jetzt da quasi noch einen Tank hin machen, danke für die ganze Verarbeitung. Festbrennstoff. Ja, natürlich auch nicht schlecht. Auch aus Flüssiggas kriegen wir den her. Wenn wir jetzt hier quasi noch einen Minitank reinklatschen. Ja, warum nicht? Das passt schon. Dann können wir nämlich nur sagen, Kollegen, bitte. Halt, das wollte ich doch gerade. Es ist versorgt. Es ist versorgt. Wir hätten hier gerne wieder unseren Hauptmasten. Der wiederum. Hier arbeitet. Hier arbeitet, hier arbeitet. Dann machen wir noch dich hier drüben hin. Und geben dir natürlich wieder das obligatorische Licht. So. Wir haben dich, dich, dich und dich hier. So. Dann müssen wir sagen, wir brauchen einmal Kohle und wir brauchen einmal Schwefel. Kohle müssen wir. Schwefel müssen wir so machen. Kohle können wir so machen. Bitte einmal so hin. Halt. Schwefel kommt bitte einmal so rüber hin. Das wäre in Ordnung. So, einmal gucken wir mal bei Schwefel. Ihr kommt mir bitte so rum hin und danach hier runter. Na, jetzt sieht es natürlich ein bisschen komisch aus, aber so ist, was so ist. So. Und Bingo. Das sollte hinhauen. Und et voilà. Wir bauen soeben unseren Sprengstoff. Wunderschön. Dieser Sprengstoff muss natürlich rüberkommen. Kunststoff und Stahlträger. Ah, hier, hier. Kunststoff und Stahlträger haben wir denn? Wir haben Fabriken immer da, okay. Wie wäre es, wenn wir dich dann auch da drüben stellen? Quasi hierhin. Es ist schön, wenn man Platz zum Bauen hat. Es ist einfach nur herrlich. Dann gucken wir doch direkt mal. Du machst mir bitte hochexplosive Munition. Du brauchst 3 Gegenstände. Das wenigste von was du brauchst. Du brauchst von jedem was. Aber 8 Sekunden, okay, das ist in Ordnung. 8 Sekunden ist mehr als in Ordnung. Zack. 1, 2, 3. Zack, zack. So. Das müsste theoretisch hinhauen. So, dann sagen wir, bei 8 Sekunden reicht der ganz normale aus, um uns hier quasi glücklich zu machen. Du kommst auch noch mit her. So, so, so und so. Die fertigen Kugeln kommen nach da unten, weil ich nämlich weiß, da kommt später noch andere Munitionsgattung davon. Quasi ein Update, dass wir das quasi so nach unten produzieren können. Zu viel brauchen wir da nicht. Das ist schon in Ordnung, so wie es ist. Dahin und dann sag mal, wenn man hier rum rein. Passt. Dann sind wir wieder beim guten Spielchen angekommen. Wir möchten dich so hinbauen, zack, zack. Ich überlege gerade noch, ob ich eine dritte hinstellen soll. Ja, müssen wir gucken, müssen wir nachher mal gucken. So, erst einmal, du kommst weg. Du bist Nummer 1. Nummer 1. Ja, das können wir machen. Geht hier rein und geht. Also ein bisschen weit stelle ich gerade fest. Ja, komm, was soll's. Wir können dich auch direkt hier hinschmeißen. Sottle. Da möchte ich bitte.
die anderen beiden Ressourcen drin haben. Währenddessen sagen wir mal hier, du kommst mal mit. Sattle. Einmal verbunden. Und einmal. Oh, was soll's? Ein bisschen unschön, aber es soll trotzdem funktionieren. So, du kommst mir bitte direkt dorthin. Kommst einmal dorthin, dorthin, dorthin und auch wieder obligatorisch. Hier und hier Lichtlein. So. Die Nacht ist hier. Doch, doch, doch. Stahl und Kunststoff. Stahl und Kunststoff. Kunststoff, bist du hier? Ja, du bist Kunststoff. Als hätte ich es gewusst. Zack. Und bitte nach. Halt. Das war falsch. Das ist richtig. Bam, bam, bam. Dann sagen wir doch mal, Kollegen. Dorthin und dorthin. Dann haben wir Nummer 1. Halt, 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 halt. Nein, so nicht, so nicht. Muss ich gerade gucken, wo ist ein Stahlträger? Bin schon wieder fertig, ja. Ich bin schon wieder fertig. Dann bitte Upgrade von kinetischen Waffen machen. Landminen noch machen, Raketen machen, komm, alles hier durchboxen. Das passt schon. Dann ist die Forschung ein bisschen beschäftigt. Kombinatoren, ja, Logistiksysteme. Ist das so ein Ding, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da was haben. Okay, ich sehe bereits, hier würde Stahl ankommen, wenn wir genug hätten. Das gute alte Spiel hätten wir einfach mal genug. Sattle. Dann können wir nämlich hier sagen, du kommst auch mal hier rüber. Sattle. Ist das? Das ist mit dem verbunden, aber nicht mit dem hier. Dann machen wir so noch rüber. Dann passt es schon. Okay, du kommst her, du kommst her. Nein, 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 nein. Na, komm, ernsthaft. Ich gerade sagen, wenn dann bitte einseitig. Wenn, dann machen wir schon richtig hier. So, passt. Damit machen wir unsere Munition. Nicht schnell, aber es geht. Stromtechnisch sind wir jetzt gut aufgestellt. So. Wir müssen mal gucken, dass wir den Stahl hier oben hinbekommen. Das ist gerade das größte Problem. So wie das ausschaut. Ja, die Produktion allgemein, weil wir ziemlich wenig Output haben. Okay. Habe das Problem verstanden. Und das Problem kann ich quasi umgehen, indem ich sage, wir nehmen uns dieses Eisenfeld und tun es uns quasi hier hinzufügen. Dann wäre die große Frage natürlich wieder im Raum, wo habe ich mein Auto hingestellt? Da drüben, okay. Das heißt, wir starten jetzt Operation Erzfeld. Was so viel heißt wie, ich sollte noch ein paar elektrische Förderer haben und ich sollte da auf jeden Fall auch noch ziemlich viel haben. Von denen hier haben wir genug. Das so, das so, das so. Der Rest vom Schützenfest. Ich kann noch mitnehmen. Dann klauen wir uns da noch eine ganze Ladung raus. Dankeschön dafür. Und ein paar Schräubeleinchen wären noch interessant. Wunderbar. Die müssten im Auto sein, die Schienen. Und ich brauche mal auf jeden Fall noch. Ja, alle 50. Ja, wobei wir können. Ja, guck mal, so ist. Erstmal, braucht irgendjemand Kohle hier? Nein, gerade nicht. Mitnehmen, passt schon. Und die gute Holz. Ich glaube, ich habe doch irgendwo eine Kiste hingestellt. Genau. Rein damit. Und den Rest kann ich dann schmeißen. Wunderbar. Der linke Output ist größer als der rechte, stelle ich gerade fest, von den ganzen Platten hier. Ja, ist halt so, ist halt so. Okay. Runter geht's. Habe ich denn genug Signale? Jetzt ja. Habe ich einen Zug momentan? Nein, habe ich nicht. Okay, wir brauchen Zug und wir brauchen auch Wegen, stelle ich gerade fest. Zwei Stück davon. Stahlträger brauche ich wieder. Das gute alte Thema Stahlträger. So, Motoren.
Okay, dann soll ich vielleicht aufhören zu forschen, wenn ich mir das Ganze so anschaue. Wisst ihr was? Ja, machen wir. Nachdem wir das gemacht haben, tun wir erstmal nichts mehr forschen. Wie viel fehlen denn noch? Drei weitere. Ich bete doch darum. Es dauert viel zu lange. Oder kann ich mir selber welche machen? Nein, das geht nicht. Stimmt, das war ja was. Das geht so nicht. Na komm, noch ein einziger. Ah, Stahlträger fehlen jetzt wieder. Ja. Da kann ich aber, glaube ich, auf die andere Seite nochmal gucken. Dies wäre noch so ein Ding, weil ich glaube, wir haben beidseitig. Ja, da hinten siehst du doch. Wir hatten beidseitig Stahlträger. So. Gut, wenn man immer noch ein bisschen was in petto hat. Sattelte. Das muss nicht mehr so viel sein, auf jeden Fall. Danke dafür. Eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Das müsste passen. Dann machen wir noch eine Ladung Stahlkisten hinterher. Das passt ebenso. Und klauen uns dann nochmal ein bisschen Stahl weg. Damit wir auf jeden Fall jede Menge Roboter und alles drum. Okay, wir können alles machen, was wir benötigen. Auf geht's. Jetzt sollten wir alles haben. Auf nach unten. Fließbänder ein bisschen ausnutzen mit der Geschwindigkeit. Ja, die sollen wieder ihre Forschungslager ein bisschen aufbauen. Die ist mir nicht ganz so verkehrt. Ja, weil Kupfer schaut jetzt. Durch das da unten schaut Kupfer wieder richtig gut aus. Ah. I see. I see. Dankeschön. Das ist das, was wir brauchen. So. Wo ist jetzt mein Auto hier unten? Ah, da oben. Ich tue es absichtlich noch keine, sagt es mir, keinen Panzer bauen. Denn der verbraucht Sprit bis zum Umfallen. Das ist nicht mehr feierlich. Sag ich jetzt schon mal. Das ist echt nicht mehr schön. So, ab nach da drüben, nach dahin. Wunderbar. Wir sind hier und wir sind dort. Und können hier schon mal dann einen weiteren Bahnhof hinbauen, würde ich mal behaupten. Ich überlege gerade, wie machen wir den am blödsten? Du kommst schon mal her. Reicht es aus als Abstand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich das jetzt machen würde. Können wir gleich mal. Danke fürs Gespräch, weg mit dir. Können wir doch gerade mal gucken. Würde ich dich hinbauen? Dann würde ich noch ein paar Kisten hinbauen. Und das dann rumverraffen lassen. Das ist auf der anderen Seite genauso. Das wäre vielleicht sowas in der Richtung. Ja, dann braucht man noch ein bisschen mehr Platz. Nicht arg viel, aber ein bisschen mehr Platz wäre noch angenehm. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Damit haben wir genug Platz zwischen beiden. Dich nehmen wir kurz weg. Weil wenn, dann möchte ich nämlich bereits hier einen Bahnhof haben, der angesteuert werden kann. Das wäre relativ gut. Und da ist voll. Jupp, das ist im Bereich des Möglichen. Warte mal. Klitzekleine Idee. Erstmal die hier nehmen. Das geht nicht da. Das nicht da. Und das hier wunderbar. So. Du kommst auch direkt mal weiter. Wir fangen mit Signalen an. Du, du und du hier. Dass das in der Mitte eine kleine Mini-Verbindung ist. Wunderbar. Den Rest können wir gleich noch machen. Wir müssen... Ah, Steine. Immer wieder ein paar Steine. So. Auch hier immer wieder ein paar Steine. Was haben wir denn hier drin? Wir können noch... Haben wir Kohle? Wir haben keine Kohle gerade. Schmeißen wir mal die kurz hier rein. Dankeschön. Jetzt da. Weg mit die Kohle. Weg mit den Bäumen. Ich weiß schon sagen, weg mit die Kohle. Natürlich nicht weg mit der Kohle. Die Kohle brauchen wir ja. Sördle.
Dann sind wir hier wieder beim guten Zweiergleissystem. Ja, das ist falsch gewesen. Halt. Das ist richtig. Und das andere müssen wir. Danke dafür. Das müssen wir auch noch richtig stellen hier. Das war ein bisschen. Sodle. Und jetzt müssten wir es theoretisch auch gerade hinstellen können. Ja, es funktioniert es auch. Und gleich habe ich wieder einen Platz frei. Weil ich möchte zwei Ausgänge und zwei Eingänge haben. Also ich möchte wirklich. Habe ich gerade eine Ente gehört? Was? Ich bin gerade. Ah ne, es ist das Knuschen von den Bäumen. Oh, der Witzka. Ich wollte gerade sagen, Moment. Seit wann gibt es in Factorio Enten? Könnte mir das jemand erklären? Sördle. Du, du, du und du hier. Das ist das ein großes Teil. Wir sagen hier, wir hätten gerne dich hier. Ah. Ja, das gefällt dir gerade nicht, weil du direkt hier dran bist. Das läuft besser. Ja, das läuft wesentlich besser. Wobei, wir sind so nah dran, das Baum. Ja, was soll es kommen? Wupp, wupp, ist alles auf der gleichen Höhe. Passt schon. Wir haben dich, dich, dich und auch dich hier. Jetzt muss man nur noch dich quasi so hinbauen. Ist gerade egal wie. Ja, damit bist du auf jeden Fall richtig gestellt, Sadle. Kohle ist auch gesichert, du auch, du auch, du auch. Passt soweit. Dann sagen wir mal, du kommst bitte dorthin. Wir haben unsere paar Anhängerchen. Wunderbar. Wir sagen uns schon mal hier, das muss natürlich schnell gehen. Also machst du mir jede Menge hiervon. Währenddessen sagen wir bitte, bam, bam. Du kommst dort drüber hin. Darüber hin. Und eine Kiste, die ihn wiederum hier befüllt. Ja, das passt dann schon. So, halt. So. Genau, und dann kommt es einmal hier ans Eck hin. Wir bauen dich dorthin, weil ich möchte es wenn dann immer gleich lassen. Das wäre schon recht cool. Ah, ich muss näher ran. Jetzt da. Okay, verbunden ist das Ganze. Strom ist da, das ist da, das ist da. Sadle. Ich hätte gerne dich so und dich so. Dann bist du auch bedient. Deine erste Haltestelle ist auf jeden Fall William H. Johnson. Nein, das ist auf jeden Fall netter. Da muss man nur sagen, ich glaube, das sind immer noch die Bakers. Also die, wo das Spiel quasi mitfinanziert haben. Theoretisch müsste auch mein Name irgendwo auftauchen mal. Eisenerz. Bahnhof 1. So. Das ist vollkommen in Ordnung. Das passt soweit. Nochmal Dichter, wir haben Dichter und Dichter hier. Ich weiß bloß nicht mehr. Leeres Inventar. Wie genau das war. Gebe ich offen und ehrlich zu. Bam, bam, dich hier. Eins, zwei. Ja, das ist natürlich falsch. Eins, zwei. Wir fangen mal mit zwei Stück an, einfach nur weil ich nicht genug habe. Aber zumindest wäre dann schon mal der Bahnhof hier bereit. Muss ich vielleicht nochmal nach oben gehen und mir ein paar Sachen holen. Zwei, zwei, zwei und zwei. Und wenn es mal läuft, dann läuft es auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Und zack. Mittendrin. Eins, zwei. Eins, zwei, zack. Ah, okay, kann ich wirklich so hinbauen. Zack, Bingo, Bingo und Bingo. Alles versorgt, alles sollte funktionieren.
Dann noch mehr davon machen. Eisenzahnräder bräuchten wir dafür. Ja, ein bisschen unschön. Was soll's? Die Verbindung ist da, du bist da, du bist auch da, das passt. Wir haben überall Signale, das ist ebenso in Ordnung. Dann nehmen wir noch ein bisschen was mit. Wenn es nur die Zahnräder sein mögen, dann ist es ja weniger ein Problem für uns. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen unschön gewesen. Ja, das ist, worauf ich mich beim Panzer auf jeden Fall freue. Da können wir nämlich durch die Wälder hindurchfahren einfach. Dann ist das uns sowas von egal. Für den Moment noch nicht, aber für später ja. So, da haben wir sie doch. Kommt her, ihr Zahnräder, kommt her. 1000 Stück, das ist viel. Es fehlen noch Eisenplatten. Okay. Es ist ja immer was. Wie gesagt, das ist auch noch was, wo ich dem dringend automatisieren muss. Immer sowas, was man hier automatisieren muss. Noch ein paar mehr, wenn wir schon mal dabei sind. Eine ganze Ladung mehr davon. Dass wir vor Ort noch ein bisschen was machen können. Dann benötigen wir noch davon welche. Und ich würde gerne die Kuh hier wegbekommen. Die ist nämlich vollkommen im Weg auf jeden Fall. Dankeschön. Dadurch bekomme ich die Chance, noch mehr hiervon mitzunehmen. Das dürfte schon mal eine gute Menge sein. Jetzt müssen wir erstmal die Strecke hinbauen. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Ich kann sagen, hier drüben ist Min. Weil unsere Produktionsstraßen schauen schon ein bisschen geleerter aus. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich ganz und gar nicht in Ordnung. Es muss produziert werden, bis sie umfallen. Ohne Produktion kein Leben. Zumindest nicht in diesem Spiel. Und Bingo Freiraum. Das heißt, wir gehen hier runter. Sag, ernsthaft. Der einzigste Stein wieder in der Gegend und ich ramme ihn. Danke fürs Gespräch. So. So, jetzt müssen wir das eigentlich aufbohren. Wenn ich das richtig sehe. Yep. Zu etwas Größerem. Ja, weil es momentan nur ein Schienenbetrieb und das kann natürlich so nicht funktionieren. Da müssen wir sagen, Kollegen, Kollegen. Das bauen wir richtig toll auf. Drei Stück immer dazwischen, das heißt dich hier. Und runter geht's. Eins, zwei, drei, Solle. Genau, damit kann man arbeiten. Und dann sagen wir, du bist eher quasi dafür zuständig. Halt so und so hin. Wahrscheinlich werden die Sachen eh nicht reichen, die ich mir jetzt gerade vorstelle. Machen wir es jetzt mal so. Da kommt noch eine Bahn hin. Das machen wir nachher. Wir bauen jetzt andersrum erstmal. Dass wir sagen, wir gehen runter. Und uiuiui. Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstige. Eine ungünstige Wegwahl. Wo ist denn hier das Feld gewesen? Da hinten, okay. Da haben wir aber. Ah, da haben wir schon eine Stromstrecke, okay. Eine Stromstraße, muss ich dazu sagen. Die nutzen wir doch dann gleich auch mal aus. Da, ja, die sind aber auch. Dich möchte ich doch gerne mitnehmen an der Stelle. So. Baum weg. Du weg. Und du auch weg. Das Ganze. Alles, was hier in der Gegend ist, muss auf jeden Fall weg. Inventar voll. Ja, ne, das können wir gleich abändern, aber sowas von. Indem wir sagen, du, mein Freund, da ist nichts, aber da ja. Einmal so und einmal so. Direkt mal runterziehen, das Ganze. So bekommen wir auf jeden Fall. Kann sagen, was ist jetzt passiert? So bekommen wir unseren Weg auf jeden Fall, unser Inventar auf jeden Fall geleert. Du bist auch mit dabei, wunderbar. Sördle, weil wenn die schon mal vorarbeiten können, haben wir nachher, wenn wir unsere Produktionsstraße erhöhen, beziehungsweise wenn wir gucken, dass unsere. So, muss gerade was konsolidieren.
dass unsere bisherige Produktionsstraße auf jeden Fall noch genug Material bekommt, wir aber trotzdem noch eine neue aufbauen, die mit dann mit Lichtbogenöfen funktioniert. Halt so rum. Wahrscheinlich nicht genug, wenn ich mir das so angucke. Definitiv nicht genug. Bitte so und so hin. Du nimmst das Sekt, auch doch, aber du noch nicht hier. Okay. Sieht's, passt und hat Luft. Du kommst bis nach da oben hin, du auch. Dann gucken wir da oben mal, wie wir es weitermachen. Ja, guck mal an. Da muss tatsächlich noch was hin. Okay, so funktioniert's. Aber wir könnten sagen, dass ihr zumindest, genau, euch können wir verbinden, was soll's. Da sparen wir uns jetzt ein bisschen was ein. Bitte so rüber. Und dann noch so rüber hin. Ja, das müsst ihr hinhauen. Dann ist das nämlich eine Hauptstraße. Das ist so eine Hauptproduktionslinie. Wunderbar. Das ist hier genau das Gleiche. Ich würde sagen, da können wir doch die Geschwindigkeit hier ausnutzen, die wir da bekommen. So, dolle. Ich hoffe, ich habe genug mitgenommen. Wenn nicht, wäre es ein bisschen ungünstig. Ja, da können wir mitmachen. Dann sagen wir noch, du gehst darüber hin. Halt. Dann machen wir es richtig. Du kommst noch so rüber hin und darüber hin. Ja, doch, so lassen wir es. So lassen wir es auf jeden Fall. Mitkommen. So rüber und einmal so rüber. Das können wir sogar direkt reinlaufen lassen, weil das ziemlich, ja, sporadisch ausschaut an der Stelle. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, wir haben 5 Stück. Ah, das haben wir noch gebraucht für unseren, sagt es mir. Für unseren Zug 5 Eingänge. Aber wir werden das Ganze natürlich noch in Zwischenspeichern noch abernten ein bisschen. Das werden wir so jetzt nicht stehen lassen momentan. So, bitteschön. Damit müssten wir eigentlich alles abdecken, theoretisch. Eigentlich ja. Spricht jetzt mal so nichts dagegen. Das Ganze hier noch schön hinbauen. Yep. Und dann können wir es schon fast eigentlich starten lassen. Halt. Dich noch hin. Und dich jetzt keine Sondergedönsel, das passt. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Euch fehlt, ihr fehlt noch. Die kleine Ecke hier drüben. Bitte ebenso alles gerade machen. Und bingo, Sördle. Wenn ich das jetzt anschließe, das tun wir noch nicht anschließen. Jetzt können wir mal gucken, wie machen wir es am blödsten. Wenn wir hier runterfahren und hier eine Strecke rüber machen, haben wir eine Hauptstrecke, mit der wir alles verbinden können. Das heißt, der Zug wird von unten kommen, also tun wir hier so eine Schleife machen aus dem Ganzen. Das finde ich jetzt nicht das Schlechteste eigentlich. Dann sagen wir doch mal, du kommst schon mit. Guck mal, wie weit wir den Spaß bringen können. So, so. Ja, das passt. Und dann sagen wir bitte, du wirst dann hier stehen. Definitiv. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Da fehlt noch eine Kleinigkeit. Wunderbar, du kommst hier runter, du kommst hier runter. So. Dann wäre es recht interessant, wenn wir hier quasi... wir müssen durch den Wald mal durchgehen. Das wird nicht... also wir gehen hier unten hin. Das wäre nicht ganz so verkehrt. Dann können wir da was nach oben machen, nach da unten machen. Ja, gehen wir noch ein bisschen nach unten. Wie weit müssen wir nach unten gehen? Da müssen wir bei denen auf jeden Fall... ja. Ist egal, was wir machen. Es wird nie hundertprozentig wunderbar richtig sein. So. Strecke Nummer 1. Jetzt muss ich gerade selber gucken, wie... immer zwei nebeneinander, habe ich glaube gesagt. 1, 2, 3. Okay, das passt. 1, 2, 3. Sottle. Dich hier. Bam. 1,
2, 3, Sattel. Haben wir ein bisschen weit jetzt geradeaus. Hier sind wir 3 gemacht haben. 1, 2, 1, 2, 3. Yep. Okay. Sieht einfach nur ein bisschen komisch aus, sagen wir es mal so. 1, 2, 3, Sattel. Okay, wir haben hier unsere Anschlussstrecken. Mit denen können wir arbeiten. Wunderbar. Du bist die Rückführung. Yep. Wenn du die Rückführung bist, dann dorthin. Dorthin. Und bitte einmal so rum hin. Und gleichzeitig sag mal auch noch, wenn die belegt sein sollte, bitte hier rum hin. So. Passt. Genau, gehst du so hin und so hin. Und die Strecke fährt nach unten dann nachher. Kann mal gucken, ob ich es richtig gemacht habe. Ihr habt das fährt gerade so an dem hier noch vorbei. Passt. Signaltechnisch müssen wir dich dann so hinbauen. So hinbauen. So hinbauen. Und bitte einmal so hinbauen, damit es quasi eine Abzweigung gibt. Wunderbar. Da ist dann genau andersrum, einmal so und einmal so, dass wir auch mal ein paar Signale haben. Alles klar. Okay. Der Anfang ist gemacht. In der nächsten Folge wird das Ganze angeschlossen werden, wo ich behaupte, oder? Ja, einmal so und so. Dann passt das schon. Aber das in der nächsten Folge. Macht's gut und wie immer. Tschüssle.